Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Code Super Mario Maker, meine Damen und Herren, mit einer Super Mario Bros. 3 Minigame Cave, die vermutlich nicht dafür sorgen wird, dass ich schreiend den Raum verlassen werde. Das wäre natürlich vollkommen vermessen zu denken. Willst du bitte einfach das tun, was du tun sollst, Mr. Goomba Mensch Typ? Danke, geht doch. Also, Level ist scheinbar eigentlich gebaut für Domtendo, LP Markus und noch irgendwen, dessen Namen mir entfallen ist. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab. Muss ich jetzt hier rein? Nicht davon ab, dieses Level auch zu spielen, weil... Komm damit schon klar. Das sind jetzt die ganzen Minigames hier. Das ist natürlich jetzt ziemlich dumm, dass ich die... What? Ach, Moment. Ach, die springen hoch, wenn ich hier so stampfe. Ja, geil auch. Warum das denn? Ich meine, ich nehme es gerne mit, aber warum ist das so? Ich meine, das ist ziemlich edel. Also, das habe ich auf jeden Fall selten gesehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Konzept. Dass das passiert, wenn man dann einfach mal quasi Level anderer Leute klaut. Einfach so. Nein, ich habe deswegen natürlich kein schlechtes Gewissen. Das würden wir natürlich niemals tun. Wer ist schlechtes Gewissen und was hat er mit mir zu tun? Wer ist dieser ominöse Herr Gewissen? Kenn ich nicht, habe ich noch nie gehört. Also, läuft. Ich bin mal sehr gespannt, weil... Also ich muss jetzt wohlbemerkt dazu sagen, das Level wurde mir vorgeschlagen. Ich bin jetzt einfach so dahergegangen, habe böswillig gesagt, so, jetzt klaue ich euch die Level, ihr blöden kleinen Typen. Sondern das, wie gesagt, das wurde mir vorgeschlagen und deswegen wollen wir natürlich auch so tun. Schön, dass er jetzt auch noch versucht, sich zu rechtfertigen, weil er irgendein willkürliches Level spielt. Sehr schön. Ich mache jetzt erstmal das hier, damit ich dann nicht vergesse, dass ich diese Tür nicht schon gemacht habe. Geh mal davon aus, dass ich das Ding... Oh nein. Oh, das wird vermutlich Jahrzehnte dauern. Das wäre so eine Sache, wo ich Jahre für brauche. Muss ich die jetzt stapeln? Die werden hier irgendwie... Ach, die werden hier nach und nach hingefahren. Okay, die werden hier nach und nach hingefahren. Und so baue ich dann einen Turm. Es ist ziemlich cool. I like. Aber... Ach, Moment. Das heißt, das eine Ding, wo zwei drauf sind, ist jetzt quasi der Big Point. Das ist jetzt quasi der Big Point, den wir brauchen. Jetzt dann. Oh, doch! Ich habe beide gleichzeitig genommen, weil ich so gut bin. Ja klar, habe ich beide gleichzeitig genommen, weil ich so gut bin. Entschuldige mal bitte. Wer hat das jemals in Frage gestellt? Also, es läuft. Es läuft. Sehr, sehr cool. Ich stehe ja sowieso auf Minispiele, habe ich mir sagen lassen. Ist das so gedacht, dass ich jetzt... Ist eigentlich relativ egal, ob ich groß bin oder nicht, ne? Ich denke schon, dass es relativ egal ist. Also das ist immer so... Vielleicht sogar meine Lieblingsart-Level, aber das haben wir wahrscheinlich auch mittlerweile um die 200.000 Mal und deswegen freue ich mich trotzdem immer noch wie ein kleines Kind. Aber ist das nicht schön? Ist das nicht schön, diese kindliche Freude, die so ein Mario-Maker-Level immer noch mit sich... Warte mal. Muss ich das jetzt einfach nur mittig platzieren? Ist das meine Aufgabe, einfach nur mittig das jetzt hinzustellen, sodass ihr da... Ja. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Mich dünkt... Das wäre so, aber sehr, sehr hübsches Gesicht auch. Danke. Was? Muss ich jetzt... Moment, stopp. Ich muss den jetzt erstmal hier auf die Mitte drauflegen. So, nein, wieso? Okay, also hier auf die Mitte drauflegen, sodass ihr dann aber beim nach rechts fahren den Typ hochhebt, schätze ich mal. Schön Bumper. Hauptsache Bumper. Die haben zwar eigentlich nur die Funktion, mich davon abzuhalten, da jetzt genau reinzulaufen, aber auf der anderen Seite sind immer noch Bumper. Es wird jetzt dann runterfallen. Ne, toll, schön auch, danke. Ist nett. Ist auch sehr, sehr lustig. Ich hab mich sehr kaputt gelacht, Mr. Kindmensch-Typ. Das war immer so eine Sache, die fand ich in Mario Paint im Prinzip schon irgendwie gruselig. Dieses Kinderding. Das ist irgendwie so, das guckt so leblos daher und macht dann oder so ein Scheiß. Oder dieses komische Gestöhne da. Ich fand das grausam. Da habe ich als Kind im Prinzip... Ich meine, gut, vor was habe ich keine Angst? Das haben wir ja mit... Das ist jetzt... Alle für die Leute, die dieses Tattletale-Ding da nicht gesehen haben. Beruht alles auf dem Trauma der Waschmaschine. Das beruht alles auf dem Trauma der Waschmaschine, dass ich vor jedem Kackschiss habe. Und das Ding wurde mir geklaut. Ich hoffe, ich brauche das nicht mehr. Nee, ich brauche scheinbar nicht mehr. Ich muss jetzt hier hoch, ja? Ist alles richtig, soweit. Scheinbar schon. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Level bis hierhin. Also darauf beruht das alles. Und auch, also selbst dieses Kind macht mir Angst. Weil, wie gesagt, was auf der anderen Seite macht mir keine Angst. Ich gehe einfach im Uhrzeigersinn, ne? Wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn und dann fluppt das. Oh ja, hochfliegen, toll. Oh ja, hochfliegen, toll. Kann ich hier sterben? Danke. Fantastisch, das hat ja super funktioniert. wie krieg ich das denn jetzt hin? Aber vielleicht muss ich dann im letzten Moment springen. Nicht, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das Ding nicht brauche. Ich brauche das, ne? Ich gehe davon aus, dass ich das Ding noch brauche am Ende dieses Dings hier. Wobei... Ja, okay. Ich muss durch das komplette Ding mit dem Ding. Fantastisch. Das wird groß.
Das wird groß. Ich hätte nicht gedacht, das ist ja richtig schwierig hier. Hör mal, wo kommen wir denn da hin? Aber ich meine, gut, auf der anderen Seite darf das auch mal schwierig sein. Das muss jetzt im Grunde genommen schon gut getimt sein. Das ist schon scheiße. Wenn ich schon Rückstoß habe, ist schon scheiße. Aber wie denn? Ich meine, muss ich noch früher reagieren? Muss ich noch schneller? Also jetzt dann. Sehr viel schneller kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Das funktioniert. Das war aber schon nah dran an Pixel, genau, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nein, nein. Oh Gott. Oh, das wird dauern. Oh, mich beschleicht das Gefühl, das wird dauern. Vor allem, weil... Na gut, wenn man dann erstmal den Moment raus hat, wo man losspringen muss, ist wahrscheinlich schon zu spät, ja. Wenn man dann einmal den Moment raus hat, wo man losfahren muss, dann geht das wahrscheinlich irgendwann, aber... Bis dieser Moment gekommen ist, wird es vermutlich Jahrzehnte dauern. Das war, glaube ich, auch schon wieder zu spät. Oh ne, das war nicht zu spät. Oh, das war aber knapp. Das Ding hat mir im Grunde genommen sogar die Füße ausgezogen. Und mit Füße meine ich die Schuhe. Ich schwebe jetzt einfach mal hier so drauf. Das war schon schlecht. Aber jetzt. Dann muss ich aufpassen, dass der... Der darf mich ja auch nicht nach oben dingsen. Weil ansonsten trifft mich ja der da drüber wieder. Oh Gott. Das ist aber... Also ich sag mal so, im Vergleich zum bisherigen Rest... ersten Teil des Levels ist das jetzt aber schon eine gehörige Nummer schwieriger, oder? Also das ist schon... finde ich jetzt, so im Vergleich. Nicht mal so generell, ob extrem schwer oder so, sondern einfach nur im Vergleich zu dem, was bisher dieses Level so zu bieten hatte, ist das schon eine Nummer härter. Oh, wir sind hier, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich habe noch 20 Sekunden. Gib mir bitte zumindest die rote Münze und danach den... Nein. Noch 10 Sekunden, ich habe noch 10 Sekunden. Okay. Und das natürlich am letzten Hindernis. Standesgemäß. Also, nächster Versuch. Sehr, sehr ätzende Stelle, meiner Meinung nach. Kann das sein, dass das... Warte mal. Kann das sein... Ich sehe, dass das Luftschiff ja größer wird, wenn ich das hier auflade. Ist die Hitbox von dem Ding dann auch kleiner, wenn ich es nicht auflade? Weil dann wäre es ja strategisch äußerst sinnvoll, das Aufladen hier von dem Feuertyp da einfach sein zu lassen. Darf ich jetzt hier bitte einfach durch? Danke. So, das eine Ding jetzt noch, bitte. Bitte noch das eine Ding und dann lass mich in Ruhe. Ich sag mal so. Im Prinzip eigentlich gar nicht so schwer alles, nur ich finde, dass... Ich weiß nicht, ich finde einfach, dass ein bisschen mehr Platz, vor allem im ersten Teil, etwas gut getan hätte, ehrlich gesagt, weil... Ich finde nicht, dass an dieser Stelle oder an dieses Level so viel... Also, das birgt Frustpotenzial, einfach... Keine Ahnung, aber es gibt sicher Leute, die darauf jetzt irgendwie auch gestanden haben. Hit was? Die auf sowas dann stehen und so. Und ich sag mal, in ein anderes Level hätte es vielleicht auch ganz gut reingepasst. Nur ich finde, dass das für dieses Level hier irgendwie, wie gesagt, einfach nur ein kleines bisschen mehr Platz hätte dem Ding meiner Meinung nach gut getan. Ist aber eigentlich auch relativ egal, weil der Levelbauer hier wahrscheinlich sowieso nicht zuguckt. Also passt dann schon. Ist eigentlich auch vollkommen egal, sich darüber jetzt so dermaßen... können wir bitte... So. Und jetzt passiert gar nichts. Doch, das Ding ist jetzt langsamer. Das Ding ist jetzt ein bisschen langsamer, aber... Und fährt jetzt... Wieso das denn? Weil sie sich dermaßen anders verhalten, wenn sie... Fallen die sich dermaßen anders, wenn sie Flügel haben? Ja, scheinbar schon. Erstens sind die langsamer und zweitens haben die dieses komische... Dieses Hoch- und Runterfedern im Flug dann nicht mehr. Also diesen leicht abgefederten Flug. Das meine ich jetzt, was gerade eben passiert ist. Also, das ist ja interessant. Das ist ja interessant dann aufgebaut, dass dann aufgrund der Tatsache... dass diese Blöcke sich mit Flügeln anders verhalten. Ich muss jetzt nicht jeden Einzelnen davon treffen, oder? Ich muss jetzt bitte nicht jeden Einzelnen davon treffen. Das tut ihr mir jetzt bitte nicht an. Das würde Jahrzehnte dauern. Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Ich habe noch wie viel zu tun? 2. Komm. Nein. Nein, tu mir das jetzt nicht an. Das würde ich nicht nochmal machen wollen. Das würde ich nicht gerne nochmal machen wollen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Einen noch. In 84 Sekunden nüchtern betrachtet... Müsste das ja... Nein! Bitte nicht. Tu mir das jetzt nicht an. Tu mir das jetzt... Das Ding ist, da kommt natürlich dann jetzt ein gewisses bisschen Nervosität mit zu. Das ist jetzt... Wenn ich das jetzt wegen dem einen Ding hier nochmal machen muss, dann bin ich sehr, sehr traurig. Dann bin ich schon... Also das geht gar nicht, Alter. Nein. Nein. Dann muss ich springen. Jetzt. So. Jetzt mach gefälligst irgendwas Gutes. Passiert nichts. Was? Habe ich das falsch gemacht? Ah ne, und jetzt kommt's. Oh, Moment. Okay, gut. Ich muss jetzt hier nochmal durch. Ich hoffe, dass ich den Schuh nicht mehr brauche. Tu mir das bitte nicht an, dass ich den Schuh jetzt... Es geht noch weiter? Nee, geht's nicht, Alter. Ich dachte schon, jetzt ohne Scheiß. Ich wäre jetzt sehr, sehr offensichtlich schockiert gewesen. Fantastisch. Hat Gott sei Dank mal wieder überhaupt keiner mitgekriegt.
Kann ich oben auch rein oder komme ich irgendwann raus? Das, wo ich gerade mal so ein bisschen... Da ist ein Pilze drin. Ist natürlich jetzt die Frage... Moment, war ich hier jetzt zuletzt drin? Oder was? Nee, war ich noch nicht drin. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich das überhaupt noch versuchen soll. Muss ich den jetzt so gerade eben am Rand treffen? Also das ist natürlich jetzt, das ist auch sehr interessant. Kann ich wirklich so genau noch treffen? Ich kann den tatsächlich so genau noch treffen. Aha. Sehr, sehr interessant. Und das sorgt jetzt dafür, dass das Ding da bumm macht. Fantastisch. Das ist so coole kleine Sachen irgendwie. Nein, shit. Das werde ich wohl 8 Sekunden dann nicht mehr schaffen, aber... ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was hier auf uns zukommt. Also, mach jetzt. Danke. Mach jetzt Zeit. Lauf schneller und töte mich. Vermutlich auch so ein Satz, den ich in 10 Jahren nicht mehr so in dieser Form von mir geben werde. Also, da kannst du felsenfest von ausgehen. Das ist ein Satz, den... den lässt man dann bitte besser darstellen. Was? Zur Hölle? Was? Ich weiß gar nicht, ich gehe mal davon aus, dass ich einfach nur irgendwann mal den Kopf treffen muss, aber... Was ist denn da? So, jetzt... Du sollst tun, wie dir geheißen. Ich tue, wie mir geheißen, dann tu du... Was denn? So, jetzt, was habe ich die anderen... Achso, es hat funktioniert, ich wollte schon sagen. Ich dachte jetzt, der steht da oben und es passiert nichts mehr. Das wäre jetzt schon mittelmäßig deprimierend gewesen. Der Stachelboden hätte mich jetzt beinahe um... Der Checkpoint. Kann ich hier wieder rein? Danke. Das wäre schon schrecklich gewesen. Stell dir mal vor, ich wäre dann jetzt in einem anderen Ding gestorben. Und da hätte ich 2 Sachen nochmal machen müssen, anstatt eine. Ja, stell dir das mal vor, das wäre ja dramatisch. Glaube ich, jetzt die letzten beiden, die ich noch machen muss. Ich glaube, die Röhren rechts sind die letzten, die ich noch machen muss. Muss ich jetzt hier rein? Y, Y. Was ist Y? So. Was? So. Hier hochhalten. Das ist das, was ich machen muss. Achso, und ich muss die alle hier so dingsen. Achso, muss ich die alle weg. Bis dann irgendwann die Bombe. Bis dann irgendwann die Bombe und dann. Dann fluppen. Bis dann irgendwann die Bombe und dann fluppen. Komm, da ist die Bombe. Nein, nein, nein. Wir müssen schneller sein. Jetzt, pass auf. Fuck, vielleicht sollte ich mal ein kleines bisschen nicht schneller sein. So, dann haben wir die Seite haben wir schon mal. Und das dann jetzt. Ist natürlich jetzt auch schade, dass jetzt einfach alles. Weil wir es einfach so sagen, stirbt dann jetzt einfach mal wieder alles. Aber ich meine, wir sind ja auch freundliche Typen. Ich habe einen Schlüssel. Wie komme ich denn da hoch? Ach, ja, wie werde ich da wohl hochkommen? Werden wir mal drüber nachdenken. Was könnte man denn eventuell für ein Instrument nutzen, das direkt vor meiner verdammten Nase steht? Da war noch ein Fall nach links. Ich hoffe, dass ich den getrost ignorieren kann, weil ansonsten habe ich vermutlich jetzt ein Problem. Wäre natürlich das erste, das ich jemals hatte. In einem Mario Maker Level. Was muss ich tun? Was? Moment, muss ich die hier so schießen? Ach, da ist ein Bowser. Ja, geil auch. Danke. Der ist, sehr interessant. Da kann ich jetzt dann jedes Mal, kann ich jedes Mal 4 so Schüsse machen. Das ist sehr cool. Und ich kriege jedes Mal... Wir bedienen quasi ein Raumschiff. Wir bedienen die Laser eines Raumschiffs, um Bowser zu töten. Und der sagt immer au. Weil tut ja auch weh. Man muss man dann auch... Weißt du, der Typ, der steht auch immer da, speit einfach nur Feuer wahrscheinlich, weil er gerade irgendwie dermaßen Angst hat, dass er, keine Ahnung, Schnappatmung hat oder so. Und wir bringen ihn dann einfach jedes Mal um. Das ist übrigens sehr fantastisch. Wir hatten schon so häufig irgendwelche Level, wo Bowser dann mit irgendwelchen, hier so Schildkrötenpanzern etc. pp. Umgebracht wird. Aber höchst selten mal einen... Ich wollte gerade sagen, das hätte Theorien wahrscheinlich jetzt abwehren können. Aber ganz selten mal einen, wo dann direkt mehrere so Selbstschussanlagen waren, waren, um den ganzen Kampf hier zu beschleunigen. Also das kann dann so quasi zum Trend werden. Da würde ich nehmen. Weil ich meine, ob dieses Spiel noch irgendwelche Trends sehen wird, keine Ahnung. Typ tot. Fantastisch, wir haben geschafft. Aber wahrscheinlich kommt jetzt noch irgendwie ein letzter Kampf oder so. Wobei ja eigentlich war es ja im Prinzip also schon lang genug, nicht? Also so, also ich meine, es war auf jeden Fall viel zu tun und wir hatten sogar einen Endboss. Ja, ziemlich cooles Level. Danke fürs Einsenden. Sehr, sehr edel. Also wie gesagt, die eine Stelle mit dem Luftschiff da. Ich bin persönlich der Meinung, dass sie da ein kleines bisschen mehr Platz hätte vertragen können. Weil... Keine Ahnung, wenn man sonst so durch das Level... Ich meine, es muss ja dann auch zum Level passen. Wenn das Level generell jetzt ziemlich schwer gewesen... Nein, wir lassen die Zeit jetzt mal unkommentiert. Wenn man generell Schwierigkeiten mit so einem Level hat, das grundsätzlich eine gewisse Schwierigkeit hat, dann passt das da rein. Aber ich finde nicht, dass das mit der Schwierigkeit zum Rest des Levels gepasst hat. Deswegen bin ich einfach nur der Meinung, dass das da ein kleines bisschen mehr Platz hätte vertragen können. Ist aber vollkommen egal. Ändert nichts daran, dass das Level absolut glorreich war und absolut großartig und ich fürchterlich viel Spaß hatte. In diesem Sinne, nächstes Level.
Und zwar das Funny-Level von Linchen mit einem Herzchen, das so funny ist, dass nur eine Abschlussrate von 2% hat. Also wir werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall zu tun haben. Da gehe ich mal felsenfest von aus. Hau ab. Da kann man auf jeden Fall schon mal mitarbeiten. Ich habe Angst. Ich glaube, der Weltrekord, wenn ich das richtig gesehen habe, wird gehalten von einem Luxemburger. Also ist öfter mal was Neues. Den haben wir so oft, glaube ich, noch nie gehabt. Geht man davon aus, dass ich hier rein muss? Ja. Das ist wie ohne Scheiß. Das sind wieder so Level. Ich habe noch nie ein Level von Linchen gespielt. Aber Mario Maker hat dazu geführt, dass ich bei jedem einzelnen Level erstmal Vertrauensprobleme habe. Selbst wenn ich die Person überhaupt nicht kenne. Das ist sehr, sehr traurig eigentlich. Aber wir werden schon irgendwie meistern. Gib mir das da, danke. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das einfach machen soll, ja? Und dann wird schon irgendwie, dann werden die guten Sachen, die werden schon zu uns kommen. Hoffe ich jetzt mal einfach. Weißt du, damit bin ich vermutlich wieder allein. Ich nehme das Ding jetzt mal mit. Kann ich in eine von den Röhren hier rein? Kann hier nicht rein. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich einfach nur so gebaut, dass man hier einmal so durch muss. Okay. Man hat wirklich nicht mehr, ich habe mittlerweile wirklich nicht mehr das Gefühl, dass Sachen einfach nur so gebaut worden sind, um zu sein. Einfach nur um zu sein, nein. Hä? Achso, ich muss links raus, oder was? Ich gehe mal davon aus, dass ich links raus muss. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. So weit, so gut. Wer schreit denn hier die ganze Zeit so? Schreit die Kanone die ganze Zeit so, wenn sie Bomben aus... Ich glaube schon. Sehr schön. Man könnte jetzt dann irgendwie da reininterpretieren, dass das Ding scheinbar gerade Verdauungsprobleme hat, aber damit habe ich natürlich nichts zu tun. Das lassen wir außen vor und das ist ja auch quasi Privatsache. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier durch muss. Nein. Doch. Scheiße, nein, warum denn? Warum ist der da? Können wir bitte einfach das Ding einmal treffen? Danke, das wäre fantastisch. Kann ich jetzt einfach bitte da hoch? Ich möchte jetzt gerne da hoch. Und dann... So. Aber hier ist irgendwo... Dieser Stacheltyp ist hier noch irgendwo. Oh, ein Checkpoint. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das Level einen Checkpoint hat. Oder ich verwechsel das gerade mit einem anderen. Das wäre dann quasi jetzt der einzige. Und dann... Muss ich hier runter? Ich muss hier scheinbar runter, ja. Finsterböse. So wie Miss Finster aus Disneys Große Pause. So, da haben wir die ja Gott sei Dank auch mal erwähnt gehabt. Jetzt haben wir quasi alles erreicht. Hashtag LiveGoals. Moment, den Schlüssel. Kann ich hier noch weiter? Muss ich hier weiter? Soll ich hier weiter? Oder gehe ich jetzt einfach da rein? Ich habe einen Schlüssel, also gehe ich da rein. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist. Ich habe den... Von irgendwo anders für irgendwo... Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich nur ein Bonusraum. Der mich vermutlich jetzt dann noch mehr oder weniger zurückführt. Oder auch nicht. Okay. Ich habe Angst. Schön, dass diese riesengroßen schwarzen Stachelstöcke jetzt dann im Grunde genommen gefedert werden von lustigen Luftpolster Notenblöcken. Sehr, sehr schön, sehr schön. Das haben die auch nicht anders verdient, weil ich muss das jetzt so sagen, weil ansonsten werden die mich wieder töten. Deswegen bin ich da quasi vorsichtig geworden. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich den P-Switch nicht mehr brauche, ne? Ich werde den jetzt einfach mal P-Switch sein lassen und den Typ da umbringen. Nein. Aber Moment, der spawnt doch eigentlich... Nee, Moment, die war da drüber, ne? Die ist da nicht einfach drin gespawnt. Na, wir schreien von dann. Wir schreien von dann, weil wir es können. Sehr, sehr verwirrendes Level dadurch, dass die ganzen Röhren da sind. Das würde demnach dann im Grunde ganz gut in die Dingsbums-Welt passen. In die Röhrenwelt von Super Mario Bros. 3. Also da würde dieser Welt könnte ich dieses Level hier ohne Dingsbums zuordnen. Ach, hier kommen noch neue P-Switches raus. Gott sei Dank habe ich den Typ dann einfach irgendwann liegen lassen. Das wäre so deprimierend gewesen, wenn ich jetzt irgendwie... Das ist jetzt die Frage, wo gehe ich jetzt rein? P-Switch-Tür oder Schlüsseltür? Ich gehe mal erstmal in die P-Switch-Tür. Ach, hi. Ja, danke auch. Sind das jetzt zwei verschiedene Wege oder what? Sag mal nicht, ich gehe jetzt einfach wieder hier rein. Und jetzt dann in die Schlüsseltür? Moment, stopp, brauche ich Yoshi? Das ist jetzt die Frage, ne? Brauche ich Yoshi? Also, ich meine, meine Katze brauche ich natürlich immer, aber, ja, muss ich... Das ist wahrscheinlich auch das ärmste Tier auf diesem Planeten. Dieses Drama, was hier täglich passiert, in diesen Videos, erlebt der hautnah mit. Da muss man sich vorstellen. Das arme Tier, der weiß gar nicht, was los ist. Hier ist noch ein Yoshi. Hätte ich doch nicht gebraucht. Ja, da gehe ich halt. Sehr schön. Nein. Walljumps. Aber ich meine, so gehen Walljumps dann ja noch. Das passt dann so. So kann ich damit quasi nur so gerade eben arbeiten. Ich weiß noch damals...
diese Walljump-Challenge von Quellenser. Ich rede. Oh nein, 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 nein. Nein. Die Stelle habe ich jetzt. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Das, hör mal. Das ist ja gemein. Warum denn das denn? Wir sind doch Freunde, dachte ich. Aber dann halt nicht. Dann jetzt nie mehr. Also. Danke. Fantastisch. Kommt hier irgendwas raus, das mich tötet? Moment, der macht jetzt den P-Switch und dann kann ich hier so durch, ja? Dann kann ich hier so durch. Okay. Und jetzt. Nein, 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 nein. Shit, ich habe keinen Hit mehr. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Aber nur ein kleines bisschen. Vielleicht schaffen wir das ja trotzdem. Vielleicht machen wir jetzt hier Upset Victory. Weil wird ja im Grunde genommen auch mal wieder Zeit. Der letzte Upset Victory ist gefühlt Jahrzehnte her. Oh, bitte nichts, was mich tötet. Ah, da, stopp, stopp, stopp. So, okay. So weit, so gut. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich entweder über diese Dinger hier gehe. Oder ob ich unten über die Chain-Chomps gehe. Aber ich gehe jetzt einfach mal. Wir machen einfach mal das hier. Ich mache jetzt einfach mal das hier, weil das jetzt gerade irgendwie intuitiver war. Bitte nicht. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten, danke. Sehr fantastisch. Jetzt muss ich. Das Ding ist, der Stachel von dem klippt im Grunde genommen durch die Mario-Hitbox durch. Das ist sehr, 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 sehr beängstigend für so alte Herren wie Herrschaften. Mich, Alter. Was? Ich bin überrascht und begeistert, dass der Typ mich jetzt nicht getroffen hat. Das sieht so aus, als wäre es wieder irgendwas, was kurz vorm Ende des Levels ist und ich scheitere dann noch. Der letzte Checkpoint ist übrigens schon ewig her. Der letzte Checkpoint ist ewig her. Ich hoffe, dass ich das nicht noch, merken werde. Bitte hier rein und bitte, bitte nicht noch töten. Das wäre jetzt echt gemein. Hier sind doch zwei Checkpoints. Okay, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema auch von wegen der Checkpoint. Der letzte Checkpoint ist ewig her. Läuft. Hurra, Musik. Wir haben es geschafft. Und mehr Haustiere. Ja, Gott sei Dank. Es läuft quasi. Es läuft. Also mit uns geht's auf jeden Fall voran. Ich muss da nach links, ja? Hier ist nichts, ja? Moment, da rechts, da links war ich schon mal. Das heißt. Brauche ich den? Ich nehme den jetzt mal vorsichtshalber einfach mit. Aber das letzte Mal, dass ich vorsichtshalber irgendwas mitgenommen habe, ist irgendwann anders später nochmal ein anderer P-Switch gespawnt. Brauche ich den hierfür? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Aber ist egal, wir sind auf jeden Fall so jetzt hier durch. Wir sind auf jeden Fall so jetzt hier durch. Jetzt muss ich nur noch. So. So, guck. Ich gehe mal davon aus, dass es so nicht gedacht war. Aber. Ja, dann. Dann halt nicht. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Ah, bin ich langsam, aber sicher. Komm ich irgendwo hin, wo wir eventuell überleben? Oh Gott sei Dank. Das war ein sehr, sehr langes Level. Ein sehr, sehr extrem langes Level. Mit extrem vielen Elementen. Und deswegen, also es wirkt auf mich die ganze Zeit so leicht verwirrend. Weil so viele verschiedene Sachen da drin waren, deswegen so lang. Aber der, wie gesagt, deswegen passt das wahrscheinlich. Ist klar. Der Weltrekord liegt bei über 5 Minuten. Auch nicht so schlecht. Also auf jeden Fall haben wir Spaß. Von daher passt das dann schon so. Es ist sehr, sehr interessant. Und wegen diesem Verwirren, für mich war es schon fast, ging das schon fast ein bisschen Richtung Labyrinth. Deswegen, wie gesagt, passt das ganz gut in diese Röhrenwelt Mario Bros. 3. Also in diesem Sinne, danke fürs Einsenden. Meine Damen und Herren, Like-Button kaputt kloppen und so weiter. In den Kommentaren weiter in eure Level von euch, anderen YouTubern, anderen Levelmakern, etc. pp. Den coolsten, tightesten Shit, yo. Vielen lieben Dank, dass ihr da wartet, offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.